Vielen Dank für deine Einsendung zum MyQuiz 2021. Die Fragestellung lautete, wer bekommt mehr Fördermittel für seine Existenzgründung? Sind es die Gründer, die beim Arbeitsamt sind und den Antrag auf Gründungszuschuss stellen können? Oder sind es die Gründer, die beim Jobcenter sind und Antrag auf Einstiegsgeld und andere Fördermittel stellen können? Schauen wir uns nun die Auflösung an und beginnen bei den Antragstellern beim Arbeitsamt. Hier ist die Voraussetzung, dass ein ALG-1-Bescheid vorhanden ist und länger als 150 Tage Restanspruch noch gegeben sein müssen. Und dann gibt es insgesamt vier Möglichkeiten, vier Förderbausteine, die ein Antragsteller dort bekommen kann, wenn er sich selbstständig machen will, in den Vollerwerb. Die ersten beiden Bausteine, die ein Antragsteller beim Arbeitsamt bekommt, wenn er ALG-1 hat und Gründungszuschuss haben will, sind 6 Monate weiterhin die ALG-1-Bezüge. Es ändert sich also nichts, außer die Tatsache, dass seine Hinzuverdienstgrenze aufgelöst wird. Er kann jetzt mehr als 165 Euro im Monat Gewinn machen. Dazu bekommt er noch 6x 300 Euro für die Sozialversicherungskosten. Der dritte Baustein ist die sogenannte Verlängerung der ersten 6 Monate um weitere 9 Monate. Das bedeutet also, im 7. Monat nach der Gründung kann jeder Antragsteller, jeder Gründer nochmal eine Verlängerung um 9 Monate mal 300 Euro beantragen. Also du bekommst nochmal 2.700 Euro dazu, um deine Krankenkassen- und Sozialversicherungskosten davon decken zu können. Den vierten Baustein erwähne ich nur, aber ich lasse ihn in der Rechnung weg, weil sowohl die Antragsteller beim Arbeitsamt als auch die Antragsteller beim Jobcenter diesen Gutschein bekommen können. Wovon ist die Rede? Von einem sogenannten AVGS, was ausgesprochen bedeutet Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Und da kannst du bis zu 80 Beratungseinheiten à 45 Minuten, also der Gesamtwert liegt irgendwo bei 3.000 Euro, beantragen für Beratung vor deiner Gründung. Schauen wir uns nun die Fördermittel an, die ein Antragsteller beim Arbeitsamt für seine Gründung bekommen kann. Wir setzen dabei voraus, dass er eine ungefähre Höhe vom ALG-1-Bescheid in der Höhe von 1.500 Euro pro Monat hat. Und wenn wir das alles addieren, kommen wir auf 9.000 Euro ALG-1, weiterbezahlt für insgesamt 6 Monate, dann 1.800 Euro für die ersten 6 Monate der Sozialversicherungsbeiträge und dann nochmal die Verlängerung um 9 Monate, was einen Betrag von 2.700 Euro ergibt. Und alles zusammen addiert, siehst du schon hier, sind circa 13.500 Euro und dann gibt es noch einen Beratungskostenförderungsgutschein für circa 3.000 bis 4.000 Euro. Schauen wir uns nun die Förderbausteine an, die jemand bekommt, der beim Jobcenter ist, also einen aktiven ALG-2-Bescheid hat und da in diesem Bescheid auch Zuwendung erhält für seine persönlichen Lebenshaltungskosten. Der erste Baustein nennt sich Einstiegsgeld, jetzt hier mit ESG abgekürzt, und den findest du im Internet unter den Paragraphen 16b SGB II. Dort ist geregelt, dass Menschen, die in ein Berufsleben wieder einsteigen, auch in die Selbstständigkeit sich im Vollerwerb gründen und vorher noch nicht im Vollerwerb tätig waren, einen Anspruch haben auf die Antragstellung von bis zu 24 Monaten mal 50% der Lebenshaltungskosten, also ungefähr 200 Euro. Es können aber auch mehr sein, wenn die Familie größer ist. Das ergibt insgesamt einen Baustein von 4.800 Euro. Und auch diese Mittel sind nicht rückzahlbar, egal wie viele Gewinne man macht. Beim zweiten Baustein beim Jobcenter handelt es sich um Mittel für deine Investition. Das bedeutet jetzt nicht, dass das Jobcenter die Funktion einer Bank einnimmt, aber wenn alle anderen Banken abgelehnt haben, kann das Jobcenter als letzte nachrangige Stelle Mittel für deine Betriebsgründung geben und sowohl Mittel für Investitionen als Zuschuss bis maximal 5.000 Euro, aber auch darüber hinaus sind weitere Mittel denkbar, die aber als Darlehen gewährt werden. Wir nehmen jetzt nur einfach mal die echten Zuschüsse und da ist die Obergrenze bei 5.000 Euro. Beim dritten Förderbaustein handelt es sich um die Weiterbewilligung, ähnlich wie beim Arbeitsamt, um das Arbeitslosengeld. Nur ist es hier nicht das Arbeitslosengeld 1, sondern Arbeitslosengeld 2. Und diese Mittel werden immer für 6 Monate im Voraus bewährt, vorläufig gewährt und auch ausbezahlt und nach 6 Monaten immer wieder für weitere 6 Monate verlängert. Gibt es dabei eine Obergrenze? Tatsächlich nicht, es sei denn, der Jobcenter-Mitarbeiter glaubt nicht mehr an den Erfolg deines Vorhabens.
Wir haben jetzt hier einfach mal 24 Monate angenommen, mal einen relativ niedrigen ALG-2-Satz inklusive der Krankenkassenbeiträge von 1.100 Euro insgesamt. Und das mal 24 Euro kannst du schnell herausrechnen. Das sind ungefähr 26.400 Euro, die du bekommen kannst. Aber bedenke eins, wenn deine Gewinne, die jetzt hier in grün eingezeichnet sind, abzüglich eines Freibetrags von ca. 100 bis 160 Euro im Monat ansteigen, dann wird antiproportional zu diesem Anstieg eine Rückzahlung deiner ALG-2-Beiträge erforderlich. Das heißt, alle 6 Monate machst du eine Abrechnung und das, was jetzt hier rot schraffiert ist, das wird das Jobcenter von dir zurückfordern. Ist das fair? Natürlich, weil unterm Strich ist sichergestellt, dass in deiner privaten Kasse immer die gleichen Mittel vorhanden sind. Denn das, was du dir aus dem Unternehmen herausnehmen kannst, das wirst du dem Jobcenter zurückzahlen. Und den vierten Fördermittelbaustein werde ich jetzt hier nur erwähnen, weil es der gleiche ist, den auch die ALG-1-Antragsteller auf Gründungszuschuss bekommen. Nämlich ein AVGS-Beratungskostengutschein. Damit kannst du bis zu 80 Unterrichtseinheiten, also 45-Minuten-Bausteine, Unterstützung bekommen. Kompetente Berater begleiten dich dabei, deinen Finanzplan, deinen Businessplan, deine Checkliste, deine Anträge, deine Fördermittelanträge, dein fachkundiges Gutachten zu bekommen und natürlich dich darauf vorzubereiten, deine ersten Kunden und dein Marketingkonzept zu entwickeln. Und wenn wir nun die 3 Bausteine exklusive des AVGS-Beratungskostengutscheins zusammenrechnen beim Jobcenter, so hast du die Möglichkeit, die ersten 2 Jahre insgesamt Förderung in der Höhe von 36.200 Euro zu bekommen. Und du siehst klar, dass das mehr als das Doppelte ist, als das, was du beim Arbeitsamt für deine Gründung erhalten kannst. Trotzdem gibt es natürlich erhebliche Unterschiede. Wenn also der ALG-1-Antragsteller auf Gründungszuschuss seine Bewilligung bekommt, dann kann er im nächsten Monat auch 1 Million Gewinn machen. Trotzdem behält er zumindest die ersten beiden Bausteine. Beim Jobcenter ist es so, wenn du nach dem 6. oder 12. Monat bereits tragfähig bist, nun dann wirst du die weiteren Monate nicht weiter bewilligt bekommen. Aber der Zuschuss und das Einstiegsgeld, das bleibt erhalten. Deshalb sage ich hier herzlichen Glückwunsch an den oder die Gewinnerin. Wir werden jetzt nun als nächstes aus den richtigen Einsendungen den oder die Gewinnerin herausziehen und mit dir in Verbindung setzen. Dann kannst du deine fachkundige Stellungnahme von uns erhalten. Wenn du diesen Monat nicht dabei warst, dann will ich dir an diesem Punkt sagen, dass wir jeden Monat ein Quiz machen zu relevanten Fragestellungen in Bezug auf Gründung und Unternehmensführung. Gerne kannst du aber auch jetzt das Video mit Daumen hoch liken, den Kanal abonnieren und wenn du konkrete Hilfe brauchst bei diesem Projekt oder anderen Finanzierungsvorhaben oder sogar schon so weit bist, dein Unternehmen zu verkaufen oder bewerten zu müssen, dann mach Gebrauch von einem kostenfreien Erstgespräch. Du findest direkt unter dem Video einen Link dazu. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.